Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke. Ja, die Ende der Siegestraße rückt näher. Es steht nur noch der Rivalenkampf vor uns und ich weiß nicht wirklich mehr, mit was er leadet. Ich lead deshalb einfach mal mit Zapdos. Ich glaube, er leadet mit seinem Fuzzlesnob. Bin mir aber auch nicht so wirklich sicher. Warte mal eben. Bevor du in der Pokémon-Liga dein Glück versuchst, möchte ich nochmal gegen dich kämpfen. Als Trainer wächst man schließlich an jedem Kampf. Okay, wenn es sein muss. Dann tu mir das halt. Okay, ihr lieben Fuzzlesnob. Hatte er... Was für einen Starter hatte er? Hatte er Arborei oder... Ne, er hat Flambirex, ne? Genau. Er hatte Flambirex. Weiß, dass das Teil Kopfstoß hat. Soda Cheater. Warum wechselst du in Soda Cheater? Hat das Teil vielleicht eine Eisattacke? Oder es geht einfach One-Shot? Okay, geht auch so. Und Flambirex. Gehe ich jetzt auf Fliegen oder wechsle ich? Ich wechsle. Und hoffe, dass man Nuffy was tankt. Steinhagel. Okay, er hat anscheinend keinen Kopfstoß mehr. Oder er wollte es einfach nicht einsetzen. Ich weiß es nicht. Na, das gefällt mir jetzt nicht so. Gut, er wird jetzt wahrscheinlich heilen. Ja. Kann er machen. Er ist Level 61 sogar, wow. Denn der nächste Surfer, okay, ist crittet, wunderbar. So geht's natürlich auch. Ich glaube, Normalmodus wäre er auf 59 mit seinem Signature. Also die Mons hier sind so circa... zwei Level höher als normal. Au. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Das macht übelst Schaden, selbst Meistergriff. Aha. Okay, es kann Stromstoß. Na gut, Bisofunk macht halt durchaus guten Schaden, ne? Aber jetzt mit dem Irrlicht sollte es eigentlich kein Problem mehr darstellen. Ja. Wir nehmen es langsam aber sicher raus. Das gefällt mir doch sehr gut. Und tschüss, Bisofunk. Und damit Sieg für uns. Kai, dass ich das Ziel meiner Reise erreicht habe, verdanke ich ganz allein dir. Das ist das strahlende Gesicht meiner kleinen Schwester sehen sollen. Hier, nimm das als Zeichen meines Dankes. Der Dönerblitz! Na endlich! Ich habe sehr großen Respekt vor dir. Deshalb erwarte ich auch, dass du dir den Titel schnappst und Champ wirst. Du kannst... Meine Güte.
Du kannst sehr stolz auf dein Team sein. Jetzt liegt es an dir, allen zu zeigen, dass dies dein Verdienst ist. Also dann, man sieht sich. Ich weiß auch nicht, was mit meiner Stimme hier alles los ist. Aber irgendwie... backt sie rum. Oh mein Gott. Wir sind angekommen. In der Pokémon-Liga. Das bedeutet, morgen geht es mit den Top 4 Kämpfen los. Ich habe es ja schon angekündigt, ich möchte mich noch ein kleines bisschen darauf vorbereiten. Noch ein paar Gebiete abchecken, wo wir schon mal waren, aber noch nicht alles machen konnten. Und jetzt erstmal noch mal ein paar Tränke nachkaufen. Ich habe ja einiges verbraucht in der Siegestraße. Lecker, ich komme meinem Mikrofon immer näher. Geh so gerne auf Kuschelkurs damit. Ich meine, das ist halt, es liegt am Mikro selber, dass man da so nah dran gehen muss. Weil je weiter ich weggehen würde, desto lauter müsste ich reden, damit ihr mich noch gleichmäßig hört. So, ich wollte einmal nach Dowsing. Denn dort gab es noch ein paar Stellen, wo wir mit Surfer was machen können. Ich glaube auf der Route aber nicht, nee. Mit Surfer und Kaskade. Nee, ich glaube Schutzbaum jetzt gerade mal nicht. Oder doch, ich glaube Schutz brauchen wir doch. Das auf jeden Fall. Weil sonst werden uns wieder die 5th-Gen-Encounter-Rate nerven. Wow. Wie viel Schutz wir hier schon verballert haben, ne? Ich glaube, ich hatte mal 90 Stück oder so gekauft. Davon ist auch das meiste schon wieder weg. Kann man oder kann ich hier überhaupt gerade was machen? War das hier unten? Ah, hier unten war das. Okay. Dann halt nicht da oben. Hier noch eine Lichtung. Stromisierer. Wo ist mein Electek? Ich glaube, hier ist keine Lichtung. Aber allgemein auf dieser Route müsste, glaube ich, sogar noch eine sein. Okay, da können wir Kaskaden. Und da oben an die Items komme ich leider nur mit... nur im Herbst dran. Das ist natürlich schade. Aber was soll's. Das sind ja nur ein paar Items. Ich meine, diese Route hier könnten wir natürlich auch erst in der Afterstory machen, wenn wir wollten. Wenn wir überhaupt in die Afterstory kommen, das ist die andere Frage. Ja, auch hier wieder. Wir müssen im Herbst hier hinkommen. Der Hülle, da können wir nichts machen aktuell. Aber erst in der Afterstory. Ja, zumindest haben wir hier noch ein paar Items mitgenommen. Ist ja auch schon mal okay. Gut, dann düsen wir. Oh, warte mal. Wenn
Eine schwarze Flöte, okay, das Item habe ich anscheinend damals vergessen. Bei Vapito City gab es auch noch was. Meine ich, was wir uns holen können. Warte mal. Vapito City. Ne, zu viele Items. Wir können uns hier noch was fangen. Fällt mir gerade so ein. Für Vapito hatten wir nämlich keinen Encounter. Ja gut, okay. Ein Tusker. Kann ich durchaus auch darauf verzichten, muss ich sagen. Aber was soll's. Nehmen tun wir es natürlich trotzdem. Allein schon, dass es eben dann als gefangen gilt und man notfalls sagen kann, okay, wenn man nochmal auf eins trifft, dann kann ich sagen, nö, hab ich schon. Fange ich mir nicht noch ein zweites Mal. Gut. Auch das wäre damit. Moment. Nein. Kasten. Zu viele. Itemradar aktiviere ich aber trotzdem mal. Und schon wieder nur eine unnötige Beere. Na gut. Der Mülleimer ist natürlich nichts. Wieso auch immer da ein Mülleimer steht. Man muss es nicht verstehen. Ja, Pokéball gegen Superball ist schon ein schöner Tausch. Den kann man mal machen. Okay, dann gab es hier jetzt aber auch nicht mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Hatte ich hier damals das Schneider verwendet und das Item geholt? Nein. Eine Kumu-Milch. Okay. Ich kann mich hier schon gar nicht mehr daran erinnern, was wir damals hier gemacht hatten, ne? Und ein gelber Schal. Sagt mir jetzt auch gar nichts, aber egal. Gut, dann machen wir uns jetzt aber noch ganz lux mal auf den Weg hier nach Ondula. Ich will da nur schnell vorbeigehen. Ich glaube, ich werde die Kämpfe sogar auslassen dort. Ansonsten nimmt das, glaube ich, sogar zu viel Zeit weg. Wenn ich dort jetzt noch jeden Kampf mitnehme. Ist jetzt im Allgemeinen, glaube ich, auch nichts groß Interessantes. Weil die Gegner wahrscheinlich auf einem niedrigeren Level sind, wenn es sie überhaupt gibt. Also wenn wir dort überhaupt reinkommen. Oder dass erst nach der Liga geht, das weiß ich nicht. Damals konnten wir hier noch nicht lang, weil Kaskade gefehlt hat. Ich glaube, im ersten Teil war hier irgendwo der eine Weise. Der jetzt natürlich nicht mehr hier ist. Ja, ein Karateka. Da unten ist aber auch noch irgendwo ein Item anscheinend. Ach so, aber da komme ich nur von der anderen Seite dran. Ich glaube, gegen den Karateka müssen wir sogar kämpfen.
Da bleibt uns nichts anderes übrig. Aber gut, machen wir das noch schnell. Er müsste ja eigentlich sogar auf unserem Level sein, ne? Und hat so viel Schläge wahrscheinlich aus seinem Kopf schon bekommen, dass er nicht mehr sprechen kann. Bäh, Scalaborn. 56, ja. Geht sogar. Ey, die setzen alle nur viele Ender ein und alle treffen sie immer. Ist doch nicht dein Ernst. Haha, it's a crit. Mann, heute sind die Crits echt auf unserer Seite. Gefällt mir natürlich. Harnsteine, oh. Aber wir haben die verbrannt. Was ein Gesteinsbrummer eigentlich auch nicht viel ausmachen sollte. Na gut, Gestein kann irgendwann auch schmelzen. Also irgendwo halt dann doch, klar, aber... Oh, Meistergriff. Die Masse. Ja, okay, du bist so oder so anscheinend schneller als wir, also juckt nicht. Moment, wenn das Teil Adrenalin hat, habe ich das gerade ganz schön geboostet eigentlich, ne? Außer es kann keine anderen Attacken außer Kampfattacken. Dann ist das, glaube ich, egal. Wir wollen Schotten sowieso, okay. Da muss ich bei Eugene auch aufpassen. Wenn ich da nämlich mit Echnatoll dann reingehe und ehrlich nutze, dass ich den Gegner nicht aus Versehen damit noch booste. Wegen Adrenalin oder so etwas. Eine Top-Genesung, ja. Nimmt man gern mit. Okay, und wir kommen hier sogar rein. Weiß überhaupt, zu was der Meteor fähig ist, wenn es Vollgas gibt? Klar weiß ich das. Es nimmt eine andere Form an und blättert mit Höchstgeschwindigkeit durch die Lüfte. Voltolos und Boreos können auch eine andere Form annehmen. Ja, die Tiergeistform. Na, da staunst du, was? Na, da gibt's nicht so staunen. Das weiß doch jedes Kind. Der Schrein wurde zu Ehren eines Pokémon namens Demeteros errichtet. Als Boreos und Voltolos über den Feldern und Häusern der Einrichtung wüteten, sorgte Demeteros für Frieden. Diese Geschichte trug sich zu, als mein Großvater noch ein kleiner Junge war. So. So, wir wollen uns hier jetzt natürlich noch schnell umschauen. Bist du aber der Großvater hier? Ich meine sogar, es gibt hier noch eine TM zu holen. Und das wäre natürlich was Feines, ne? Achso, nee, Moment. Encounter! Knuckleon. Hey, da haben wir mal Boden-Pokémon. War, ja, von Typenkombination genau das Richtige. Leider falsche Pokémon. Bad Life. Wir werden es nicht vergönnen, einen Knackhack zu bekommen. Aber wir haben ja noch ein paar Encounter in der Afterstory. Und die Belda ist ja auch ganz nett, aber man hat halt irgendwie... Also ich habe zumindest im privaten Durchgang recht oft gehabt. Von daher ist es jetzt halt auch nichts Besonderes für mich. Aber was soll's. Und ich will jetzt erstmal gucken...
wie viele Trainer es hier noch gibt. Und je nachdem können wir die dann halt jetzt noch machen. Oder ich gucke mich hier nur schnell um. Okay. An ihm komme ich nicht vorbei. Dann kämpfen wir halt. Dann kämpfen wir halt. Der Gustl mit dem Pioscora. Warum auch immer. 43. Wieso? Du kommst hier eh erst hin, nachdem du Kaskade hast. Und das bekommst du erst nach dem 8. Orden. Wo die Trainer allesamt so auf Level 55 mindestens sind. Also warum sind die hier jetzt 43. Ich muss es nicht verstehen. Deshalb habe ich auch gesagt, dass ich die Kämpfe hier eigentlich außer Acht außen vor lassen wollte. Was halt eigentlich keinen Sinn macht. Vom Level her. Und gegen die muss ich jetzt auch noch kämpfen. Komm. Ich hab doch so einen Meistergriff. Ja, dann wird der Part hier halt ein bisschen länger. Ich will jetzt aber auf jeden Fall das hier noch zu Ende bringen. Auch wenn ich versuche, den Trainern hier aus dem Weg zu gehen. Doppelwablu. Wow. Das Problem ist, ich kann jetzt natürlich mit Zapdos nicht Ladungsstoß einsetzen. Weil ich damit Meistergriff ja auch verletze. Ich sollte Zapdos mal Donnerblitz noch beibringen, ne? Werde besser. Und allgemein muss ich mal gucken, ob ich nicht noch ein paar Attacken per Move-Tutor beibringen lassen kann. Die vielleicht ein bisschen nützlicher sind. Okay, dich ignorieren wir auch mal. Nierbebeere, okay. Eine Lauchstange. Mit nur noch mal Porenta. Da haben wir den Schrein von Demeteros. Können wir aber nichts machen. Ohne Oreos und Voltolos im Team. Die haben wir halt leider nicht. In Schwächen müssen wir den Schrein auch erstmal außen vor lassen. Komme ich denn da an das Item dran? Komme ich da? Hä? Der Typ blockiert doch alles. Wow. Nicht blockieren, dankeschön. Der Typ ist aber echt blöd platziert, ne? Dann ist er anscheinend nicht mal ein Trainer. Rauchler, okay. Da ist die besagte TM. Gut, ich glaube, dann haben wir hier sogar alles. Und wir haben alles gemacht, was ich jetzt noch wüsste, dass man das machen kann. Und da habe ich doch glatt noch was vergessen, denn wir haben ja noch einen Encounter hier in Aventura City. Er muss hier noch gar nichts gefangen. Wir sind zwar da hier mal hingegangen wegen der TM hier in der Ecke, aber wir haben dabei keinen Encounter bekommen. Ich glaube, ich habe noch Schutz aktiv, von daher lasse ich den erstmal auslaufen, glaube ich. Und fangen uns dann noch den Encounter für diese
Route, Ort, Stadt, whatever. Nein, Schutz brauche ich nicht mehr. Dankeschön. Denn eventuell kommt mir hier noch ein Pokémon, das uns für die Liga helfen könnte. Wer weiß. Okay, das ist Dupes, das haben wir bereits. Ein Sichlor. Ich hoffe, hier taucht noch was anderes auf, außer Sichlor. Wäre zumindest nicht verkehrt. Ansonsten wird das hier erst nach der Liga passieren. Noch ein Sichlor. Okay. Nicht so schön. Muss es doch wohl mehr als ein Pokémon geben. Nur muss ich auf eine Wasserblase warten. Wenn es die hier überhaupt gibt. Noch ein Sichlor. Ja, anscheinend gibt es hier nur ein Pokémon. Gut, dann muss ich wohl oder übel auf eine Wasserblase warten. Oder muss auf... Okay, perfekt. Ein Sneebel. Das ist doch mal was Geiles. War eine Glaskanone sondergleichen, aber eine starke Glaskanone. Das würde ich doch gerne nehmen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es für die Liga nehmen will. Mal gucken. Aber wir haben es auf jeden Fall schon mal gefangen. Wunderbar. Dieses durchtriebene Pokémon lässt seine Gegner zurückschrecken, indem es auf einmal seine langen Krallen ausfährt. Aha. Gut, das war's aber auch wirklich mit diesem Video. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Part wieder, wenn es heißt Pokémon Liga. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.